Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, ich war eher von der Akademie. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Der Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen. Ja! Und ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt das. Verrat an meiner Person. Ich will sofort zum Bericht. Der Russe schon so nah. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Und auf was ist los? Woher kommt die Schießerei? Boom! And then he's out. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greiming Gürzer, tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen.